Gottes Kinder sind dazu berufen, Christus darzustellen und die Güte und Barmherzigkeit des Herrn kundzutun. Wie Jesus uns das wahre Wesen des Vaters offenbart hat, so sollen wir Christus einer Welt offenbaren, die seine innige, mitfühlende Liebe nicht kennt. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, erkannt und gelesen von jedermann. Mit jedem seiner Kinder sendet Jesus einen Brief an die Welt. Wenn du Christi Nachfolger bist, dann sendet er mit dir einen Brief an die Familie, das Dorf und die Straße, wo du lebst. Jesus, der in dir wohnt, möchte zu den Herzen jener sprechen, die ihn noch nicht kennen. Vielleicht lesen sie nicht die Bibel und hören nicht die Stimme, die aus ihren Seiten zu ihnen spricht. Sie erkennen Gottes Liebe nicht durch seine Werke. Doch wenn du ein wahrer Stellvertreter Christi bist, können sie durch dich ein Stück seiner Güte erkennen und dafür gewonnen werden, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Christen sind zu Lichtträgern auf dem Weg zum Himmel berufen. Sie sollen das Licht widerspiegeln, das von Christus auf sie scheint. Ihr Leben und Wesen soll so sein, dass andere durch sie eine richtige Vorstellung von Christus und seinem Dienst erhalten. Als Christi-Vertreter sollen wir den Dienst für ihn anziehend darstellen, so wie er wirklich ist. Christen, die in ihrem Herzen Trübsinn und Traurigkeit ansammeln, die murren und klagen, stellen anderen Menschen Gott und das Leben als Christ falsch dar. Sie vermitteln den Eindruck, Gott hätte keinen Gefallen am Glück seiner Kinder. Und damit werfen sie ein falsches Licht auf unseren himmlischen Vater. Satan versucht ständig, unser Glaubensleben düster und traurig zu machen. Er möchte es mühsam und schwierig erscheinen lassen. Wenn ein Christ in seinem Leben einen solchen Eindruck vom Glauben vermittelt, unterstützt er durch seinen Unglauben Satans Lügen. Gab es in deinem Leben nicht auch schöne Erlebnisse? Kostbare Momente, wo dein Herz vor Freude höher schlug, als der Geist Gottes zu dir sprach? Wenn du über die Kapitel deines Lebensbuches schweifst, findest du dann nicht auch erfreuliche Seiten? Sind Gottes Verheißungen nicht wie duftende Blumen, die überall an deinem Lebensweg wachsen? Sollten ihre Schönheit und ihr Wohlgeruch dein Herz nicht mit Freude erfüllen? Es ist nicht weise, all die unangenehmen Erinnerungen, die Ungerechtigkeiten und Enttäuschungen der Vergangenheit zusammenzutragen und darüber zu sprechen und zu klagen, bis wir von Entmutigung überwältigt sind. Ein entmutigtes Herz ist voller Dunkelheit. Der Mensch schließt das Licht Gottes aus seiner eigenen Seele aus und wirft einen Schatten auf den Weg der anderen. Wenn wir den Eindruck erwecken, dass wir Gottes Liebe anzweifeln und seinen Zusagen misstrauen, entehren wir ihn und betrüben seinen Heiligen Geist. Wie würde sich eine Mutter fühlen, deren Kinder sich ständig über sie beschweren, gerade so, als würde sie es nicht gut mit ihnen meinen, wo sie doch ihr ganzes Leben darum bemüht gewesen ist, sie zu fördern und zu erfreuen? Stell dir vor, sie zweifelten ihre Liebe an. Es bräche ihr das Herz. Wie würden sich Eltern fühlen, wenn ihre Kinder sie so behandelten? Und wie muss es unserem himmlischen Vater gehen, wenn wir seiner Liebe misstrauen, die ihn doch dahin gebracht hat, seinen eingeborenen Sohn zu geben, damit wir das Leben haben? Der Apostel schreibt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Doch wie viele sagen mit ihren Taten, wenn auch nicht mit ihren Worten, der Herr meint dies nicht für mich. Vielleicht liebt er andere, aber mich liebt er nicht. Das alles schadet deiner eigenen Seele, denn jedes zweifelnde Wort aus unserem Mund lädt Satans Versuchungen ein. Es stärkt in dir den Hang zum Zweifel und treibt die dienenden Engel von dir weg. Wenn Satan dich versucht, dann sprich kein einziges Wort des Zweifels oder Unglaubens. Wenn du dich entscheidest, seinen Einflüsterungen die Tür zu öffnen, werden Misstrauen und rebellisches Hinterfragen deine Gedanken erfüllen. Wenn du deine Gefühle aussprichst, wird jeder von dir geäußerte Zweifel nicht nur auf dich selbst zurückwirken,
sondern wird auch als Same in den Herzen anderer aufgehen und in ihrem Leben Frucht tragen. Womöglich ist der Einfluss deiner Worte nie wieder gut zu machen. Du selbst kannst dich vielleicht von der Zeit der Versuchung erholen und Satans Schlinge entrinnen, aber andere, die durch deinen Einfluss ins Schwanken gerieten, können dem Unglauben, den du vermittelt hast, womöglich nicht entkommen. Wie wichtig ist es deshalb, nur das auszusprechen, was geistliche Stärke und Leben verleiht. Viele Menschen haben von Christi Leben und Wesen eine falsche Vorstellung. Sie denken, er hätte weder Wärme noch Frohsinn gehabt, sondern wäre streng, hart und freudlos gewesen. In vielen Fällen ist das ganze Glaubensleben von dieser trüben Sicht gefärbt. Oft wird gesagt, dass Jesus geweint hat, doch es sei nicht bekannt, dass er gelächelt habe. Unser Heiland war in der Tat ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, denn er öffnete sein Herz für jedes menschliche Leid. Doch auch wenn sein Leben voll Selbstverleugnung und voll Schmerz und Sünde überschattet war, ließ er sich davon nicht niederdrücken. Kummer oder Unzufriedenheit waren auf seinem Angesicht nicht zu finden, sondern stets Frieden, Gelassenheit und Heiterkeit. Sein Herz war eine Quelle des Lebens, und wohin er auch ging, brachte er Ruhe und Frieden, Freude und Fröhlichkeit. Unser Heiland war ein tief ernster und äußerst gewissenhafter Mensch, aber niemals trübsinnig oder mürrisch. Wer ihm nachstrebt, wird in seinem Leben ernsthafte Ziele verfolgen und ein tiefes Bewusstsein persönlicher Verantwortung haben. Solche Menschen geben Leichtfertigkeit keinen Raum. Sie gehen keinen lautstarken Belustigungen nach und machen keine unanständigen Scherze, sondern der Glaube Jesu schenkt Frieden wie ein Strom. Er löscht das Licht der Freude nicht aus. Er unterdrückt weder Frohsinn, noch verdunkelt er das sonnige, lächelnde Gesicht. Christus kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wenn seine Liebe im Herzen regiert, werden wir seinem Beispiel folgen. Wenn sich unsere Gedanken vorrangig mit den unfreundlichen und ungerechten Handlungen unserer Mitmenschen beschäftigen, werden wir feststellen, dass wir sie unmöglich so lieben können, wie Christus uns geliebt hat. Doch wenn unsere Gedanken bei der wunderbaren Liebe und dem Mitgefühl Christi verweilen, wird derselbe Geist auch zu ihnen ausströmen. Wir sollten einander lieben und achten, trotz der Fehler und Unvollkommenheiten, die wir ja nicht übersehen können. Wir sollten Demut üben, uns selbst misstrauen und geduldig und liebevoll mit den Fehlern anderer umgehen. Das wird alle einengende Selbstsucht auslöschen und uns weitherzig und großzügig machen. Der Psalmist sagt: Vertrau dem Herrn und tu, was recht ist. Dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit. Vertrau dem Herrn. Jeder Tag hat seine eigenen Lasten, Sorgen und Schwierigkeiten. Und wie schnell reden wir über unsere Schwierigkeiten und Prüfungen, wenn wir einander begegnen? So viele unnötige Sorgen drängen sich auf. So vielen Ängsten gibt man sich hin. Solch einer Last von Befürchtungen verleiht man Ausdruck, dass andere meinen könnten, wir hätten keinen mitfühlenden, liebenden Heiland, dessen Ohr für alle unsere Bitten offen ist und der bereitsteht, uns in jeder Zeit der Not zu helfen. Einige fürchten sich ständig und machen sich unnötige Sorgen. Jeden Tag sind sie von den Beweisen der Liebe Gottes umgeben. Jeden Tag erfreuen sie sich an den Gaben seiner Fürsorge, doch sie übersehen diese gegenwärtigen Segnungen. Mit ihren Gedanken sind sie immer bei unangenehmen Dingen, deren Eintreffen sie befürchten. Oder es mag wirklich ein Problem bestehen, das, obwohl es klein ist, sie für die vielen Dinge blind macht, für die sie dankbar sein sollten. Anstatt dass ihre Schwierigkeiten sie zu Gott treiben, ihre einzigen Hilfsquelle, trennen diese Probleme sie von ihm, weil sie Unruhe und Unzufriedenheit in ihnen hervorrufen. Tut es uns selbst gut, wenn wir so ungläubig sind? Warum sollten wir undankbar und misstrauisch sein?
Jesus ist unser Freund. Der ganze Himmel nimmt Anteil an unserem Wohlergehen. Vielleicht weißt du nicht, wie es im Geschäft weitergeht. Vielleicht werden die Aussichten immer dunkler und Verluste drohen. Sei trotzdem nicht entmutigt. Bring deine Sorge zu Gott und bleibe ruhig und freudig. Bete um Weisheit, die Situation klug zu bewältigen und so Verlust und Unheil zu verhindern. Tu alles, was du kannst, um die Dinge zu einem guten Ausgang zu führen. Jesus hat seine Hilfe versprochen, doch nicht ohne unsere Mitarbeit. Wenn du im Vertrauen auf unseren Helfer alles getan hast, was dir möglich war, dann nimm freudig an, was daraus wird. Lasst uns die liebevollen Gnadentaten Gottes stets in frischer Erinnerung behalten. Tränen, die er abgewischt, Schmerzen, die er gelindert, Sorgen, die er weggenommen, Ängste, die er zerstreut, Bedürfnisse, für die er gesorgt, Segnungen, die er geschenkt hat und uns so für alles stärken, was auf unserem Lebensweg noch vor uns liegt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns auf neue Prüfungen in dem kommenden Lebenskampf einzustellen. Aber wir dürfen auf Vergangenheit sowie Zukunft blicken und sagen, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Wie deine Tage, so deine Kraft. Die Prüfungen werden niemals größer sein als die Kraft, die uns verliehen wird, um sie zu tragen. Wenn man bedenkt, welch herrliches Erbe den Menschen erwartet, gibt es da etwas Kostbareres als die Seele? Ein Mensch mag arm sein und dennoch einen Reichtum und eine Würde besitzen, die die Welt niemals geben kann. Erlöst und von Sünde gereinigt und mit all seinen edlen Kräften dem Dienst Gottes geweiht, ist er von unübertrefflichem Wert. Im Himmel ist Freude bei Gott und den heiligen Engeln über jeden einzelnen erlösten Menschen. Eine Freude, die in heiligen Triumphliedern ihren Ausdruck findet.